Sabralot, du findest beim Sauer immer niemanden auf diesem Riesengelände. Wo sind denn die schon wieder? Warte. Was steht denn hier rum? Ja, höchst interessant. Was ist das denn? Von der Trompeten? Oder was soll denn das sein? Hallo. Ah, da seid ihr. Ja. Ja. Ihr habt was vorbereitet. Ich sehe, ihr habt ein bisschen was aufgebaut hier. Ja. Genau. Ich habe mich gerade gefragt, was das sein soll. Ja, das ist alles, brauchen wir für die heutige Lektion, wie man Feuerwerkssterne macht. Das ist eine Variante. Ja, genau. Ein Handwerkzeug zum Pressen, Handverdichten von Feuerwerkssternen, zylindrische Kometensterne. Und das drum hier? Im Prinzip auch. Das ist Einzelwerkzeug für Krosettsterne. Für Krosettsterne? Ja, oh, ist interessant. Genau. Das für Einzelsterne? Ja, Einzelwerkzeug, das kann man dann mit einem Gummihammer. Und diese lustigen, was sagt man, Matrizen? Matrizen, ja, im Prinzip auch das Prinzip. Also du würdest hier deinen angefeuchteten Satz rein tun und nimmst das dann eben auch als Pressstempel. Oh, einwandfrei. Und diese schweren Trümmer hier? Ja, das ist dann die Nummer größer. Allerdings nicht mehr für den Handgebrauch, sondern für die Maschine, für die hydraulische Presse. Aber im Prinzip das Gleiche, da die Negativ, die Hohlform, da kommt also der Satz rein, der angefeuchtete, also leicht angefeuchtet. Und dann kommt von oben diese Pressstempel, die passen dann, die fahren dann noch genau rein in die Löcher und verdichten das. Und wenn es dann fertig rauskommt, dann sind es so zusammenhängende Ringe, eigentlich aus 8 Sternen im Kreis. Die lässt man dann so trocknen und kann es, so wie sie sind, ringförmig in Pumpen reinsetzen. Oh, das ist ja praktisch, ja. Ja, sind schon toll. Das ist die Faulpelz. Aber das ist nicht für Sterne, das sieht mir eher nach Raketendüsen aus. Genau, das sind Raketendorne und die Hohlstempel dazu, also mit dem Loch. Da muss man sich da Hülsen drauf vorstellen, wo dann das eingefüllt wird. Und dann wird das mit diesen Hohlstempeln, die passen direkt drauf, ringsrum um diese Dorne festgedrückt. Und euer Tapetenzieher hier? Das ist für die eigentlich fast älteste Methode, Sterne herzustellen. Im amerikanischen, englischen heißen die, sagt man Cut Stars, also geschnittene, würfelige Sterne. Vielleicht schon mal gehört, das ist auch ein reiner Handprozess. Können wir auch mal machen. Okay, jawohl. Aber zum Sterne machen brauchen wir ja noch mehr, außer Werkzeug. Chemikalien. Und dann zum Sternsatz. Sternsatz. Ja. Jawohl. Und? Das macht man in der Mischerei. Und da gehen wir jetzt hin? Da gehen wir jetzt hin. Ja. Jawohl, ich freue mich. Los geht's. Voll viel Unaufstellung. So, jetzt sind wir im Mischhaus, wir machen einen Sternsatz. Und wo ist jetzt der Heiko? Der wollte doch das sehen. Heiko! Ah, hier bist du. Ah, ja, riesiges Verlaufen, gell? Verlaufen, ja. Endlich habe ich es gefunden, das Mischhaus. Ja, ist schon vorbereitet? Ja, ich habe alles da, was wir jetzt brauchen. Sehr schön. Und was hast du vor? Wir machen blaue Leuchtkugeln, blaue Sterne. Ah, sehr schön. Ich habe hier das Rezept und jetzt als erstes muss ich natürlich die Rohstoffe auswiegen. Mhm. Also fangen wir mal an. Es kommt zuerst ein weißes Pulver. Weißes Pulver hört sich toll an. Ja. So. Magst du ein bisschen was zur Mischung verraten oder ist das Geheimrezept? Ja, das sind Geheimrezepte, die sind also überliefert. Ja gut, sagen wir haben viele Rezepte noch von Großvaterszeiten, die man aber überarbeitet hat.
Und wir haben viele Jahre einen Chemiker beschäftigt gehabt, der hat das halt aktualisiert und geschaut, naja, was vielleicht ein bisschen gesundheitsschädlich ist, ersetzt durch anderes und optimiert. Mhm. Und diese Rezepturen, also ich finde sie gut, die machen wir. Und die sind natürlich streng geheim. Jawohl. Aber ein bisschen was zu sagen, ja, für unsere Zuschauer, was du jetzt gerade so ein bisschen einfüllst. Also, du musst gut, ja nicht die genaue Grammatur irgendwas. Ja, also das ist jetzt Kaliumperchlorat. Das ist der Oxidator. Und den, wir machen also unsere ganzen Sternsätze mit Kaliumperchlorat. Das ist eigentlich Standardtechnik. Das haben alle, verwenden das. Früher, ganz früher, vor Jahrzehnten, hat man noch Kaliumchlorat verwendet. Das ist aber deutlich riskanter und gefährlicher. Ja. Weil es viel reibungsempfindliche Rezepturen gibt. Und mit Kaliumperchlorat, das ist stabil, gut zu verarbeiten. Natürlich ist alles irgendwo gefährlich. Wir haben hier keine Backmischung. Also wir haben schon was brennbar und explosives. Aber man muss halt ein bisschen da aufpassen. Aber das Kaliumperchlorat ist schon gut. Ja, wir haben hier diese Waage. Ich muss bloß die Gewichte nochmal kontrollieren. So. Oh, du kannst gerade doch noch einiges. Ja, noch mehr. Mhm. Das gleich. Gut. So. Das ist jetzt die erste Komponente, das Kaliumperchlorat. Da kommt es jetzt wirklich auf jedes Gramm drauf an oder auf jedes Milligramm? Nein, genau so ist es nicht. Ich meine, ich mache jetzt hier einen 5-Kilo-Ansatz. Ja, also von der Genauigkeit, ja, bei 5-Kilo-Ansatz ist das eigentlich, sagen wir, da wären 5 Gramm wäre 1 Promille. Und wenn man unterhalb von dem Fehler ist, dann macht es nichts mehr. Also, ja. Wir haben hier diese mechanische Waage, ein ganz altes Stück, aber die ist sehr gut mit Gewichten und mit dem Zeiger. Also manche sagen eine Kartoffelwaage, aber das stimmt nicht. Das ist eine sehr präzise mechanische Waage. Ich habe auch elektronische Digitalwagen. Mein schönstes Stück ist leider kaputt, vor 4 Wochen kaputt gegangen. Elektronik halt. Ein Ding, wo fast 6.000 Euro gekostet hat. Ach du Scheiße. Ja. Habe ich seit 2 Jahren in Gebrauch. Plötzlich funktioniert es nicht mehr. Ja. Das ist so viel zu digital. Und das Ding funktioniert halt. Das braucht doch nie einen Strom. Das ist richtig, ja. Kein Strom braucht es auch nicht. Und auch also, noch sicher dafür. Ja, also wir haben jetzt hier mal unser Kaliumperchlorat. Das gebe ich jetzt gleich mal hier in das Sieb rein. Und fangen wir an, das auch gleich durchzusieben. Also das ist ja nicht hart, sondern das ist schon pulverig und es agglomeriert halt immer zu solchen, ja, zu solchen Brocken da. Aber man kann die auch von Hand zerdrücken. Also es ist eigentlich pulverig. Und wenn man es jetzt so das Sieb gibt, das ist hier wieder dieses Messing-Sieb, also kein Stahlsieb, sondern aus Messingdrähten, damit es also keine Funken reißen kann. Und dann geht es da wunderbar durch und unten liegt es dann pulverig vor, das Material. So, jetzt brauchen wir die nächste Komponente und zwar nehmen wir da jetzt Kupferoxid. So, Kupferoxid, schwarzes Kupferoxid. Da brauchen wir jetzt 1 Kilogramm davon. So. Wo haben wir das? Hier haben wir das. Ups, naja. Das ist ein sehr schweres Material. Schwarzes Kupferoxid. So. Hat eine große Dichte.
jetzt haben wir es auch schon gleich benannt, das Kilo. So. Gut, also da haben wir nochmal Gewichte kontrollieren. Jawohl, gut, jetzt haben wir ein Kilo Kupferoxid, das tun wir auch da rein. Kupferoxid, das ist für die blaue Farbe verantwortlich und hat auch eine katalytische Wirkung, wo also den Abbrand beschleunigt. So, und das nächste ist Acroidharz, das ist also ein Naturharz, ein schönes rotbraunes pulveriges Material. Das haben wir hier. Das haben wir hier drin. Und da brauchen wir jetzt 350 Gramm. Dieses Acroidharz ist ein Brennstoff. Das fungiert als Brennstoff. Okay. Und es hat sehr gute Eigenschaften in der Pyrotechnik. Also es gibt zum Beispiel Shellackpulver. Das ist dann noch etwas, ja, etwas phlegmatischere Sätze, ein bisschen ruhigere Sätze. Shellack nimmt man gern bei so Shellackfeuer, Theaterfeuer, so ruhig brennende Pulver. Dann Acroidharz, das brennt etwas exothermer, ein wenig heißer. Das nimmt man dann gern in Sternsätzen zum Beispiel, auch bei manchen Bengalsätzen. Und wenn man dann noch heißere Reaktionen will, dann muss man schon in Kunststoffgegend gehen, also Bakelitpulver zum Beispiel. Das ist dann noch heißer und gibt, macht aber auch sehr schöne Flammenfärbung. Okay. Also, wir haben gesagt, 350 Gramm brauchen wir da. So, also das. Meine letzte Chemiestunde ist lang her, aber ich höre gespannt zu. Das ist, also ich finde, eine wunderschöne Farbe. Fast so goldorange irgendwie, also ein sehr schönes. Hat aber jetzt auf die Flammenfarbe dann natürlich keinen Einfluss. Nein, das ist jetzt nur ein Brennstoff. Nur um den Brennstoff. Für unsere Zuschauer noch ein bisschen. Genau, 350 Gramm. Das ist gut. So, das tun wir jetzt auch in das Sieb reingeben. Dann brauchen wir. Wirklich geiles Currypulver. Ja, von mir. Irgendwie Currypulver, ja, das stimmt. Ja. So, dann tun wir das wieder weg, den Sack. Dann nehmen wir. Brauchen wir ein Chlorparaffin, also ein chloriertes Paraffin, das haben wir hier. Es ist so ein milchig, cremefarben weißes Pulver. Also Paraffin, also ein chloriertes Wachs. Chlor ist wichtig im Feuerwerk. Das bildet Chloride. Da auch schon das Chlor vom Kaliumperchlorat spielt da auch mit der Rolle. Das ist aber noch zu wenig. Darum gibt man dann noch einen extra Brennstoff dazu, mit Chloranteil, das bei der Verbrennung mit diesem Kupfer und mit also Chloride bildet. Und das gibt dann die schönen, eigentlich die Flammenfärbung. Mhm. Ohne Chlor ist eigentlich keine vernünftige Farbe möglich. So, wir haben jetzt hier, da brauchen wir 750 Gramm. Moment, wir muss jetzt erstmal. Kräftiges Blau haben, ne? Ja, brauchen wir. So. Mit 750 Gramm, 500, 700, 100, 700.
ja, das kommt ziemlich genau hin auf 749 Gramm. So, das kommt jetzt auch da rein. Dann brauchen wir noch Dextrin, Kartoffeldextrin. Das ist dann der Kleber, weil diese Pulver ja zu festen Körpern macht. Also die sollen ja feste Körper bilden. Ja. Und dieses Dextrin wird also, ist wasserlöslich, weil der Stern wird ja mit Wasser angefeuchtet. Und da, das ist das Dextrin dann der gute, also wirklich guter Kleber dazu. So. Das mischt ihr gleich mit unter, ja. Hm. Ja. So, jetzt wo haben wir das? Wo haben wir das Dextrin? Das haben wir. Ah, hier haben wir das, ja. Moment. Da brauchen wir also noch mehr Currypulver. 150 Gramm. 150 Gramm. So. 150 Gramm Kartoffeldextrin. So, jawohl. Und was brauchen wir noch? Ah ja, als letztes kommt dann noch der Metallprüfer dazu, die Magnesium-Aluminium-Legierung. Und zwar brauchen wir da 400 Gramm. Das ist ordentlich. Ja, das ist aber noch relativ wenig. Aber das ist gerade beim Blau, sagen wir bei Rot und Gelb und Orange, die, da kann man mehr reingeben, weil das wirkt dann in Leuchtkraft und Farbsättigung. Mhm. Nicht so beim Blau. Wenn ich beim Blau zu viel, das zu heiß mache, also zu viel Metallpulver drin habe, dann geht es gleich immer ins Weißblaue, so ins Verwaschene. Ja. Und die ist dann zwar bloß noch hell, aber keine Farbe nicht mehr da. Ist so hell, aber keine Farbe mehr. Ja, darum muss man, die sind eigentlich die blauen Leuchtkugeln immer die dunkelsten, weil sonst die Farbe kaputt geht. Ja. So, 400 Gramm haben wir gesagt. Mhm. So, da haben wir also wieder das Pulver, das Magnesium-Aluminium-Legierungspulver. So, gut. So, das tun wir jetzt auch ins Sieb rein. Alle Zutaten drin, jawohl. Jetzt sind alle Zutaten drin, das sind also 6 Zutaten. Das Buch hier weg, weil das stört jetzt bloß. So, dann tun wir das dann mal von Hand etwas vermischen. Oh, schaut gut aus. Man sieht da diese schönen Farben der einzelnen Stoffe, schwarz und dann dieses rotbraun, weiß, grau. Also das ist richtig, also so schön sowas. Gell? Ein schöner Beruf. Ja. Das muss jetzt halt homogen werden. Also beim Mischen auf dem Papier, so von Hand, sagt man 5 Kilo maximal. Hm.
sonst wird es zu viel. Es wird ja auch, je mehr, umso gefährlicher. Auch, ja. Aber mit 10 Kilo, da tut man's, das kann man schon gar nicht mehr. Aber 5 Kilo ist eine gute Menge fürs Handmischen. Naja, und das ist praktisch das untere, wenn man nach oben kommt und wieder übermischt. Ja, macht ja. Du von allen Seiten das Papier einmal umklappen. Aber man sieht da auch, wie, gerade wenn man so verschiedenfarbige Ausgangsstoffe hat, wie lange das dauert, bis sich das dann wirklich mal mischt. Ich tue jetzt das mal hier wechseln mit diesem anderen Papier. Ich ziehe also dieses jetzt hier rüber. Nehme ein neues Papier daher, weil ich das jetzt ein zweites Mal ziehen will. Dazu nehme ich auch wieder die Schaufel und nehme hier das Pulver wieder auf und tue das noch einmal durchs Sieb durch. Wobei ich es vermeide, mit der Schaufel auf dem Sieb zu reiben oder mit der Schaufel auf dem Papier zu reiben. Einfach ganz sachte und sanft aufnehmen und dann so nochmal durch das Sieb geben. Weil durch das Sieben werden eben diese Rohstoffe, die sich da zusammenballen und wieder zu so Klümpchen so zusammenfinden, werden die halt wieder zerbrochen, sodass der Mischvorgang eigentlich erst durch das Sieb stattfinden kann. So, jetzt haben wir es also zweimal gesiebt. Tun wir das Sieb auf die Seite. Genau, jetzt sieht das Ganze schon homogener aus, also kriegt so eine einheitlich graue Farbe. Wobei das noch nicht homogen ist, wenn man jetzt hier mit der Schaufel mal so drüber zieht, so, dann kann man genau sehen, wo hier noch so, da zerdrückt man dann die kleinen Klümpchen, da kann man sehen, wo was noch da ist, wo man sogar mit dem Auge gar nicht wahrnehmen würde. Ja, das wollte ich dich auch gerade fragen. Wie du mal feststellst, dass es sehr gut durchmischt ist. Ich meine, so sieht man schon, ja, als Laie. Ja, das ist noch zu wenig. Das muss noch ein paar Mal einiges mehr gemischt werden. Da zieht man es dann so rüber und rüber. Und zwar so, dass das so wie so übereinander drüber fällt. Das ist unterpraktisch auch wieder mal. Ja. Natürlich nicht weiter, als wie das Papier reicht, weil sonst liegt es ja am Boden. Ja, sicherlich. Also mit Gefühl. Die Handgriffe sitzen, die sind eingeübt. Ja. Jahrzehntelang ja, eingeübt. Ja, wo ich jung war und wo wir eben diesen besagten Chemiker gehabt haben, da war ich quasi der Hiwi beim Chemiker. Und da habe ich tagelang bloß mischen, machen, Sterne draschieren. Der hat mir immer gesagt, was ich machen muss und hat ab und zu kontrolliert. So eine Jugend hätten wir auch gerne gehabt, ne? Ja, ja, es ist schon schön, aber irgendwann langt es einem auch dann. Also wenn man's genau, ja. Man vermisst es immer, wenn man es nicht mehr hat, oder man möchte es gerne, wenn man es nicht hat. Ne? Wenn man es dann hat. Also, das ist wie mit dem Verkauf von Feuerwerk. Das klingt dann spannend und wenn man es dann machen muss, dann ist es Arbeit. Schöne ja. Arbeit, ja, aber es ist Arbeit. Also ich habe schon festgestellt, vieles ist schön, wenn man es als Hobby macht. Mhm. Und, aber alles ist nichts, wenn man es machen muss. Aber Name, ich meine, bei mir ist es ja Beruf, aber ich mache es eigentlich trotzdem gern. Also, das ist doch eigentlich eine schöne Arbeit. Also, so zusammenmischen,
ohne dass einen jetzt da jemand so drängt bei der Arbeit. Das hat was Meditatives, ne? Ja, ja, es hat auch was Meditatives. Und wenn man das so mit gespreizten Fingern so durchfährt, so mischt sich das ja zwischen den Fingern, da fällt es dann so durch. Das ist auch schon der Mischvorgang, sowas. Jedenfalls hier beim Handmischen, wenn wir es auf dem Teller so machen, auf dem Tisch und auf dem Papier. So. Aber eigentlich, das wäre jetzt ist gut. Wenn wir jetzt da nochmal so schauen. Also, minimal, da war noch Körnchen Akröze, sehe ich, aber minimal, also das ist eigentlich jetzt homogen. Wenn man wissen will, ob so ein Gemisch jetzt homogen ist, so kann man mit der Schaufel da das so rüberziehen und dann schauen, weil dazu drückt man dann so kleine Körnchen, wenn die noch vorhanden wären. Aber man sieht, dass eigentlich ja, ein paar ganz kleine weiße Stellen noch da sind. Aber das ist eigentlich homogen. Besser bringt man es gar nicht hin. Wenn jetzt da größere Dinge drin wären, dann würde man das deutlicher sehen. Aber nee, das ist also ganz zufriedenstellend, sage ich jetzt mal. Naja, da ist das. Man sieht hier Akroidharz, das ist etwas ungleich verteilt. Man sieht es an der Braunfärbung. Aha. Ja, muss man nochmal etwas mischen. Ja, genau. Gut, dass wir das gemacht haben. Wenn man das anzündet, also Probe nehmen am Testplatz, anzünden, dann brennt es schön blau. Können wir ja machen. Aber jawohl, das probieren wir aus. Ja. Ein Action. Ja, ganz heiß schon. Und aber bis zum richtigen Stern ist es ja noch ein weiter Weg. Genau. Dieses Pulver müssen wir jetzt in Form von Kugeln umformen. Mhm. Das macht man durch Draschieren in einer Draschiermaschine oder in einer Pelletierteller, nehmen manche auch her. Wir haben halt so eine Draschee-Zwiebelform, nennt sich das. Also ein kupfernes, zwiebelförmiges Gefäß, das sich langsam dreht, so ja, ähnlich wie ein Betonmischer. Ja. Und das läuft dann, wenn man richtig Sterne macht, da hat man dann 100, 150, 200 Kilo Sternsatz in Reserve. Und dann geht es dann, da tut man manchmal tagelang nur draschieren. Und macht da wieder eine Jahresproduktion von einer Farbe. Mhm. Gut, wir fangen an. Um anzufangen, nimmt man gerne Rapssamen her. Also, ja. Weil die halt schön kugelig sind, dann nimmt man so Handvoll und tut die dann in die Trachee-Trommel. Die haben wir gleich hier stehen. Wir brauchen Wassernebel, also mit einer Gartenspritze, wo man Wasser zerstäubt, das brauchen wir auch. Der Kleber ist ja mit drin, das ist Kartoffeldextrin. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir da jetzt an. Also, wir wollen jetzt den blauen Sternsatz zu Leuchtkugeln draschieren. Und da beginnen wir zuerst einmal mit einer Schaufel voll Rapssamen. Also das ist Sommerraps, das sind so kleine Kügelchen, so Millimeter kleine. Das sind quasi die Keime, wo das Korn dann aufrollen soll, wo die Leuchtkugel entsteht. Das schmeißen wir einfach mal, ne? So, hier haben wir unseren Sternsatz, den wir vorhin gemischt haben. Hier haben wir eine Gartenspritze mit Wasser. Und jetzt müssen wir die Maschine einschalten. Maschine, bitte einschalten. So, das ist jetzt diese Trachee-Maschine. Mit dieser Kupferform, dieser Kupferkessel, man nennt es die Zwiebelform. Und das läuft jetzt stundenlang gemütlich so dahin. Wie lang läuft das jetzt, bis groß genug ist, der Stern? Bis die Kugeln Stunden, halt. 4 Stunden? Ja, also ja, bis, Größe, ne? Bis wir jetzt wirklich was sehen, wird schon eine halbe Stunde. Können wir schon einplanen. Okay, gut. Also ja. Dann, also, liebe Zuschauer. Das muss jetzt etwas angefeuchtet werden da. So. Und jetzt kommt mal ein Schaufelsatz da rein. So. Und jetzt
feucht ist es schon. Jetzt muss man da mit der Hand drin ein bisschen rumreiben, dass sich da diese Rapssamen mit dem fertigen Satz da auch vermischen und nicht an der Wandung anhaften. So. Jetzt tun wir lieber nochmal was rein, weil sonst ist das alles ein bisschen zu wenig. So. Ja. Und jetzt machen wir es ein bisschen feucht. Der Kleber, dieses Dextrin, das da drin ist, das muss natürlich jetzt erstmal sich muss jetzt quellen und sich mit Wasser Klebkraft entwickeln. Das dauert auch seine Zeit. Und ansonsten müssen halt jetzt alle Staub und alle Pulverkörnchen benetzt werden mit Feuchtigkeit. Und dann tust du es ein bisschen abwischen von der Metallwandung. Das ist jetzt mehr so im Stadium wie ein feuchter Sand, fühlt sich das an. Feucht ist ja schon mal gut, weil jetzt dann der Kleber langsam wirken kann. Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, weil die Rapskörner sind ja glatt. Ja, dass das einmal dran anhaftet, da bin ich mal gespannt. Ja, da möchten sich jetzt schon die ersten Kugeln bilden, die sind aber viel zu weich und viel zu groß noch. Also die zerdrücken wir wieder, weil das hat keinen Wert. Da muss man auch Geduld haben. Ungeduld hilft einem da nicht weiter. Also jetzt fängt es schon langsam an zu laufen. Wenn man jetzt da schaut da drin, jetzt rutscht es nicht mehr, jetzt rollt es. Und das Rollen ist ganz wichtig, dass sich Kugeln bilden. So muss das jetzt laufen. Und durch das Laufen, verdichten sich die Kügelchen auch. Also dieses Gemisch, das ist der Satz, der jetzt anhaftet auf den Rapskörnern, das wird jetzt durch das Laufen fest angedrückt. Bildet dann eigentlich das Pulver nicht auch Klümpchen? Mhm. Die zerreibst du jetzt hier dann. Also das Pulver ohne Raps geht es auch Klümpchen geben, aber mit dem Raps geht es halt schneller. Mhm. Das haben wir jetzt schon lauter die Rapskügel mit Überzug. Und die großen, die zu großen, die muss ich nochmal zerdrücken. Ja, da haben wir mal. Eine einzelne? Ja, ja. Da haben wir mal einen Mitarbeiter gehabt, einen langjährigen Mitarbeiter, der war ewig in der Firma. Und das ist ja schon lange her. Da war das Draschieren. Früher hat man da geschnittene Sterne gemacht oder mit so Handmodellen Formkörper. Das Draschieren hat man dann mal eingeführt als neues Arbeiten. Und in der Phase, wo man halt dann, da hat man erst lernen müssen. Und dann haben wir halt dann, der Mitarbeiter, der hat halt dann draschiert. Und
ist er vorgekommen, gelaufen ins Büro. Chef, zu meinem Vater, Chef, ich habe eine große Leuchtkugel in der Trommel. Hat sich das alles zusammengeballt, wie zu einem Riesenfußball, und da drin rumkugelt. Aber das war ja noch weich, das hat man rausnehmen und wieder zerkleinern können. Da war es kein Schaden. Aber jawohl, so muss das gehen. Es läuft jetzt, es rutscht nicht mehr, es rollt. Es haftet auch nichts mehr an der Wandung an. Und durch dieses Rollen wird der Satz, diese Leuchtkugeln, diese kleinen, die sind zwar noch klein, aber wird es schön verdichtet und die werden jetzt immer härter. Und da vorne sammeln sie etwas größere an, da hinten die kleineren. Und jetzt müssen wir schauen, durch geschickte Wasserzugabe und Pulverzugabe, dass diese kleinen Kügelchen größer werden. Wenn man es ungeschickt macht, wird mit dem neuen Pulver wieder kleine Kügelchen, sodass man am Ende Millionen kleine Kügelchen hat, die man gar nicht will. Also da muss man etwas Acht geben. So, jetzt nehmen wir die Leuchtkugeln mal raus. Die ganz großen, die tun wir wieder reinschmeißen da. So. Jetzt nehme ich die raus da. Dann können die jetzt über Nacht mal etwas antrocknen, ein bisschen stabiler werden, weil die sind jetzt noch sehr zerbrechlich. Und morgen kann man es dann mit einem Sieb nach Größe absieben in kleine, mittlere und große. Und die kleinen tut man dann weiter auftraschieren mit weiterem Satz. Da sieht man, da wird es jetzt immer kleiner. Das ist also der Bodensatz in der Trachee-Trommel. Da bilden sich immer ganz kleine Kügelchen, die wachsen dann und dann werden sie immer größer. So. Gut. Und morgen früh, da machen wir weiter. Jawohl. Peter, wir haben sie jetzt über Nacht trocknen lassen. Ja. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Also jetzt wollen wir es nach Größen sortieren. Also sie sind schon wesentlich stabiler. Man darf sie jetzt noch nicht drücken, dann bröseln sie immer noch. Aber man kann sie jetzt schon so handhaben. Also sie sind über Nacht fester geworden. Ja, doch, sie sind tatsächlich noch ein bisschen fragil. Ja. Man muss sehr feinfühlig mit den Kleinen umgehen. Ja, das muss man schon. Ja. Und jetzt nehme ich ein 6 mm Sieb und jetzt will ich alles, was kleiner ist als 6 mm, will ich raushaben aus dem Ganzen. Schütte ich das dann mal so drauf. So. Und dann tue ich mit dem, nicht mit der Hand, sondern mit einem Handkehrer, mit einem Besen. Damit man nicht drüber streifen, wieder. Ja, da verdrückt man es dann wieder, ja. Und jetzt tue ich das einfach mal so rum und rum und hin und her. Und dann fällt alles, was kleiner ist, fällt da durch das Sieb. Es braucht ein bisschen. Ja, okay, das kann man eigentlich so lassen.
Na, da am Rand sind noch welche klein. Ja, ich meine, so ein paar kleine sind immer mal mit drin. Aber im Wesentlichen passt es. So, und die will ich jetzt hier in diese Horde reintun. Jetzt fällt mir mal die Hälfte raus wahrscheinlich, ja. Also da muss man sich noch was überlegen, wie man das besser macht. Gut, so, das soll jetzt mal reichen. Und da haben wir jetzt alles so zwischen 6 und ja, 9 mm ungefähr. Diese Sortierung soll uns reichen, weil wir machen jetzt keine Verwandlungssterne. Wenn man Farbverwandlungssterne machen wollte, müsste man das noch viel sauberer nach der Größe trennen. Aber wir machen jetzt hier in Anführungszeichen nur blaue Leuchtkugeln und da reicht es dann schon. Also so. Bei den Verwandlungssternen, damit die Farben gleichmäßig abbrennen. Ja, da muss dass dann die eine schon wieder die nächste Farbe hat, während die andere noch bei der ersten ja, Farbe. Ja, die brennt, schaut nicht gut aus, ja. Mhm. So, jetzt kann man mal anfangen. Ich glaube, dass das schon so 2 Kilo Sterne sind. Das wiegen wir jetzt da mal raus an unserer Waage. Das noch bisschen das Acryl von gestern etwas rauskehren. So, ein bisschen. Gut. Tun wir das hinstellen. So, 0. So, dann nehme ich das mal. Das wiegt ja, das brauche ich ja nicht im Close-up machen. Und tue das dann so rein in die Schüssel und jetzt will ich wissen, wie viel das wiegt. 1 Kilo drauf, aha, 2 Kilo. Nicht ganz. Nee, das war bis jetzt viel. 2, 4, 5, ah ja, 1,6 Kilo. Ja, dann machen wir auf 2 Kilo voll. Weil dann kann man besser rechnen. So, jetzt brauchen wir nochmal passende Sterne. Müssen wir nochmal was absieben. Ja, jetzt nehmen wir mal dieses. So, da tun wir jetzt nochmal 7. Tun wir das mit dem Besen wieder durch dieses 6 mm Sieb so durch. Alles, was feiner ist, das fällt durch. Jawohl. Okay. So. Wenn du 400 Gramm zusammenbringst. Ja, schauen wir mal. Da ist noch ein großer, hat sich eingeschlichen. Mhm. Ja, gut, dann ist das, müssen wir jetzt auch hier wieder. Ja, jetzt hast du gesiebt, ne? Aber es reicht glaube ich noch nicht. Hast du noch keine 2 Kilo? Was machen wir jetzt? Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen auftraschieren. Also ja. Die machen wir jetzt praktisch, schmeißen wir in die Trommel, ja. Machen sie wieder größer. Sozusagen. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Ja, machen wir das. Alles so. Klar. Oder du hast noch welche woanders versteckt? Ich habe auch noch welche woanders versteckt, ja. Das könnte man nämlich zum nächsten Arbeitsschritt weitergehen, zum also Anfeuern. Greifen wir zurück auf die. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Gut, wir haben da hier was vorbereitet und da sind auch. Die sind bloß etwas grauer, weil sie getrocknet sind. Und da füllen wir jetzt bloß auf diese 2 Kilo. Das ist gar nichts. So. Gleich haben wir es. Ah ja. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Wurscht, egal. Tun wir wieder was raus. Immer nur zu viel. Gibt es denn das auch? Gut, so lassen wir das jetzt. Jawohl, einmal gesiebt.
Jetzt haben wir 2 Kilo und die tun wir jetzt in 2 Kilo rohe Leuchtkerne, Leuchtsterne und die tun wir jetzt in die Tranchetrommel wieder rein. Peter, jetzt haben wir die Sterne soweit von der Größe gesiebt, sortiert. Was kommt jetzt als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Ja, jetzt brauchen wir noch zweierlei Anfeuerungen. Das heißt, das sind die Gemische, die auf den Stern draufkommen, damit der überhaupt dann zündet. Mhm. Weil so ein Leuchtsatz, so ein Sternsatz, der zündet nicht so einfach. Und wenn jetzt das am Himmel droben bei der Explosion rausgeschleudert wird, würden diese Leuchtkugeln einfach unbeeindruckt davonfliegen und als Körnchen zum Boden fallen. Also muss da eine leicht zündbare Schicht drauf, oder in dem Fall 2 Schichten, eine erste und eine zweite. Und diese Gemische müssen wir jetzt noch fertigen. Jawohl, also das heißt, wir beginnen jetzt mit der ersten Anfeuerung. Die, was ganz innen reinkommt. Jawohl. Ja, gut, da brauchen wir... Eigentlich mit der zweiten, wenn man so sieht. Ja, so dann die zweite, ja. Also da brauchen wir mal Salpeter, Kaliumnitrat. Das haben wir hier in dem Fass, das ist gemahlen. Und da brauchen wir jetzt eine gewisse Menge davon. Moment. So. Wie viel Anfeuerung rechnest du in etwa pro Kilo? Also ich nehme jetzt mal von der innersten 30% und außen drauf dann nochmal mindestens 20%. Also insgesamt 50%, 100%, Hälfte drauf, ja, die Hälfte drauf. Also man könnte sagen, ein Drittel des Sterns letztendlich, naja gut, kann man jetzt so sagen, weil es eine Kugel ist. Ja. Aber du machst in Massen, rechnest du ja. Ja, dann ist Massen. Ein Drittel vom Gewicht ist im Prinzip dann Anfeuerung alleine. Ja, wobei sich das viel anhört, aber außen verteilt auf der Leuchtkugel erscheint das als ganz dünne Schicht, obwohl es dann 30% oder 50% ausmacht vom ganzen Gewicht. So, jetzt haben wir die erste, das Kaliumnitrat. So, das tun wir dann auch wieder durch Sieb durch. Das sind zwar auch wieder solche Brocken, aber nachdem es schon mal gemahlen war, lässt sich das ganz leicht durch Sieb durchreiben. Das zerbröselt wieder fein, pulverig. So, dann brauchen wir als nächstes, tun wir mal das Kaliumnitrat wieder zur Seite. Als nächstes brauchen wir Siliziumpulver. Das ist also jetzt nicht nur für die Elektronik gut, sondern auch für Feuerwerk. Das ist also amorphes Siliziumpulver. Und da braucht man etwas weniger als vorhin. So, das sieht so dunkel anthrazitfarben, sieht das aus. Auch durch das Sieb. So, als nächstes brauchen wir Holzkohlenstaub. Der ist ja sehr leicht. In dem Fall ist es jetzt Pappelholzkohle.
Aus Pappelholz, ja. Hast du mal getestet, den Unterschied zu anderen Holzkohle? Ja, das macht, also Holzkohle, welches Holz das ist, das macht eine große, spielt bei manchen Sätzen nicht so, aber dann gibt es andere Sätze, da ist das wirklich ganz überraschend, was das eine oder das andere Holzkohle, was das bewirkt, okay. Ganz anderen Abbrand. Also auch wieder ein stark gehütetes Geheimnis mit Spezialanwendung. Das sind so die Feinheiten, die man wissen muss. So. Also, das ist nicht so arg viel, das ist bloß eine kleine Menge. Das dient jetzt eigentlich hier auch der besseren Entzündbarkeit, weil Sätze werden generell leichter zündfähig, wenn man Holzkohle dazu tut. Wobei im Farbisch dann ist es nicht gut, weil das dann zu viel gelbe, die Flamme ins Gelbe verschiebt. Also kann man halt so viel Kohlenstoff drin, das kann man da nicht brauchen. Und jetzt brauchen wir noch einen Kleber und Brennstoff, das Kartoffeldextrin. Das haben wir hier drin. Und da, das holen wir uns gleich so mit der Schaufel. Da brauchen wir auch nicht so viel. So. Damit wäre jetzt eigentlich mit diesen vier Komponenten diese Anfeuerungsmischung schon fertig. Jetzt noch sieben und mischen. Wegleger, das Rezepturbuch. So. So, jetzt tun wir das wieder schön mischen mit gespreizten Fingern, zwischen den Fingern durchlaufen lassen. So. Das ist natürlich jetzt doof. Kannst du das unten vorholen? So, und jetzt tue ich wieder, das Sieb habe ich hier zum Wechseln gleich nebenan gestellt. Und tue mir das jetzt wieder so rein. Und ziehen das Sieb mit dem Mischgut wieder her. Jetzt kommt es also ein zweites Mal durch das Sieb. So. Gut, jetzt tun wir das. Mal noch eine Zwischenfrage, warum ist da jetzt überhaupt Silizium drin? Das Silizium ist hier ein Brennstoff. Das Kaliumnitrat ist der Oxidator, der gibt Sauerstoff ab. Das Silizium und auch die Holzkohle und auch das Dextrin, aber vor allem eben das Silizium, reagiert mit dem Sauerstoff zu Siliziumoxid, eigentlich zu Glas. Mhm. Und dabei gibt es große Hitze, entsteht große Hitze. Und dieses Siliziumdioxid bleibt eben, das wird nicht gasförmig, sondern bleibt als heißer Feststoff auf der Leuchtkugel drauf und damit zündet es die Leuchtkugel. Wenn jetzt ich einen Stoff hätte, sagen wir nur Kohlenstoff, und
also nur Holzkohle, dann würde das auch reagieren, aber halt sehr viel Gas erzeugen, das einfach wegströmt und die Heizwirkung oder die Zündwirkung nach unten auf die Leuchtkugel wäre viel geringer. Und das Siliziumoxid bleibt auf der, an Ort und Stelle und zündet dann in die Leuchtkugel. Krass. Was man alles wissen muss. Ich bin fasziniert. Können wir mal einen Test machen, wenn wir so, das so drüber ziehen, ob wir dann noch irgendwelche Teilchen finden, die wir da zerdrücken. Nein, das schaut schon sehr homogen aus. Also ich würde sagen, das ist gut gemischt. Jawohl. Okay. Jawohl, fertig gemischt. Die zweite Anfeuerung, jetzt die erste wäre im Prinzip ähnlich. Ähnlich, halt andere Komponenten, aber gleicher Vorgang. Was ist der Unterschied dann an der ersten? Also die erste jetzt, die besteht hauptsächlich aus Schwarzpulver. Mhm. Schwarzpulver, Holzkohlenstaub, Holzkohlengrieß, ein bisschen feines, ganz feines Kornpulver und auch wieder Dextrin als Bindemittel. Weil es sich sehr leicht entzünden lässt, um die zweite Anfeuerung dann anzuzünden, die dann durch die starke Hitzeentwicklung praktisch dann die eigentlichen Stand. Genau so, Okay, hast du mal da zum Zeigen? Ja, doch, habe ich. Das habe ich hier. Schaut im Prinzip ähnlich aus. Ne? In dem Eimer. Hast du schon vorbereitet? Ja, also die schaut dann, die ist auch schwarz, also schwarzer geht's nicht. Und und zuerst kommt eben diese zweite Anforderung drauf auf den Stern. Und wenn das drauf ist, kommt dann außen noch diese drauf. Die erste, jawohl, gut. Das machen wir jetzt. Ja, das machen wir jetzt. Das macht es auch sicherer. Ja, das macht es auch sicherer, weil diese Reibung, das ist, sollte dann alles feucht sein da drin. So. Jetzt brauchen wir die Anfeuerung. Und damit die gut hält auf dem Stern, brauchen wir gut Feuchtigkeit. So, jetzt tun wir immer bloß ein bisschen rein. So, genau, jetzt lassen wir das einmal laufen. Wenn es dann zu nass wird, dann schmiert es wieder mehr, dann kommt es ins Rutschen. Aber noch läuft es. Wieder Anfeuerung drauf. So, jetzt lassen wir es ein bisschen laufen, weil das Laufen, dadurch wird die Anfeuerung auf den Stern drauf gedrückt, also da wird es verdichtet. Das muss man also auch eine Zeit lang so laufen lassen. Tun wir wieder mal ein bisschen nass machen.
und Anfeuerung drauf. So, es ist wichtig, dass dann immer wieder so ins Laufen kommt, diese ganze Geschichte. So muss das sein. Also man nimmt gerade beim Auftraschieren der Anfeuerungsschichten besonders viel Wasser her, damit es besser klebt. Also mehr Wasser als beim Draschieren der Sterne selber. Mhm. Weil das einfach, das soll nicht hinten durchfallen und eigene Kugeln bilden, diese Anfeuerung, sondern sie soll auf den vorhandenen Leuchtkugeln haften. Ja, super. Super, super. So, das lassen wir jetzt mal laufen und jetzt nehmen wir die erste an, die äußere Anfeuerung kommt jetzt, weil diese Siliziumanfeuerung, die ist jetzt drauf. Jawohl, und jetzt die erste Anfeuerung. Da tut es halt ein bisschen mehr Staub. Jetzt mache ich wieder nass, jetzt kommt die äußere Anfeuerung drauf. Das ist recht trocken jetzt, oder? Schaut gut aus, ne? Ja, ich finde es auch gut. Und ich würde da nämlich jetzt dann gleich die rausnehmen. Noch ein letztes Mal etwas Anfeuerung drauf und dann muss ich es rausnehmen. Da kann man auch ruhig ein bisschen mehr drauf tun. Hauptsache. So, jetzt brauchen wir die kleine Schüssel. Wo ist die Schüssel? Da. So, und jetzt nehme ich es raus. So schauen die jetzt aus. Ja, ja, da unten fällt immer ein bisschen was durch. Da sind sie jetzt. Da sind sie jetzt.
Da sind noch ein paar Feuchte drin. Okay, die sortieren wir aus. Sind ein bisschen zusammengepappt, ein paar. Boah. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Würden wir es jetzt gleich sieben wieder? Oder was nein. Also jetzt müssen sie trocknen. Jetzt kommen sie ins Trockenhaus. Das ist also gut beheizt, so fast 30 Grad warm. Da kommt es in Regale rein und trocknet so schön vor sich hin. Morgen, also über Nacht, geht man her, da sind sie dann schon fester und tut die mit der Hand so ein bisschen auseinander, weil die pappen sonst zusammen. Mhm. Morgen sind sie auch schon so fest, dass man sie anfassen kann. Und dann müssen sie schon so, naja, 10 Tage im Warmen bleiben. Doch so lange, ja. Mhm. Bis das ganze Wasser heraus ist und dann sind sie einsatzbereit. Jawohl. Sehr schön. Den ganzen Prozess haben wir jetzt gesehen vom kleinen, von der Mischung mit dem kleinen Rapskorn bis zum fertigen Stern mit Anfeuerung. Doch ein relativ langwieriger Prozess mit vielen Zwischenschritten letztendlich. Ja. Bis der Stern fertig ist. Ja, doch sehr viel Aufwand, Handarbeit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hat mich schon überrascht. Ja. Es wird halt effizienter, wenn man dann größere Mengen verarbeitet. Klar, dass man dabei bleibt und dann geht schon was. Da kann man, sagen wir, in einer Woche, in 4 Arbeitstagen kann man schon 200 Kilo. Ihr habt dann auch größere Trommeln, das ist jetzt die kleine, ja, ne? Das habt ihr auch große Trommeln. Mhm. Ja. Da kann man dann schon ein bisschen mehr machen. Jawohl, sehr schön. Gut.